Hallo miteinander und willkommen zu einem neuen Video von Frankies Motorradreisen. Ja, es ist heute E-Mod-Zeit. Wie versprochen ist die Maschine auch fertig geworden. Ihr seht leider nicht, dass ich sie hinten herziehe, weil ich bin ja, wie ihr schon über die Kommentare gut erkannt habt, ein Saisonkennzeichenfahrer. Ich wollte mich nochmal bedanken für die ganzen Abonnenten, die ich jetzt schon auf YouTube und auf Instagram habe. Ich danke euch wirklich, ihr seid awesome. Ja. Da muss ich mir eigentlich nochmal einen kleinen Spitznamen für euch ausdenken, weil ihr seid echt die... Weiß noch nicht, ich überleg mir was. Ihr seid meine Schokobären. Ihr seid meine Schokobären. Wie es auch anders sein soll, auf der Messe war es zu laut und deswegen nehme ich das jetzt nachträglich auf, aber ist ja auch egal. Also als ich dann angekommen war und die Maschine beim Tommy Wagner abgestellt habe, habe ich mich jetzt erst einmal umgeschaut und suche natürlicherweise Koffersysteme und Packsysteme nochmal für die Teneré, und das ist natürlich auch interessant für euch vielleicht, weil ich habe mir auf der Messe alle Maschinen oder alle Möglichkeiten angeschaut. Und wir fangen einfach mal damit an, mit den Koffern von Givi. Givi selbst hat überhaupt gar nichts für die Teneré im Sortiment. Das Einzige, was sie besitzen, ist ein Universal-Tankrucksack, der aber verzurrt werden muss mit Bändern. Das heißt also, wenn man tanken muss, dann ist das ein bisschen doof, weil du musst erst die Bänder wegmachen, um überhaupt an den Tankdeckel ranzukommen. Also viel für mich Givi eigentlich jetzt schon mal vollständig aus dem Raster. Der nächste Stand, den ich angeschaut habe, war Hepco Becker und habe mir da das Koffersystem von denen angeschaut mit 40 Liter Koffern. Auf der einen Seite sind 37 Liter, auf der anderen Seite sind 40 Liter. Ich suche nach großen Koffern bei einer großen Tour. Ich habe viel Elektrik dabei, das heißt also, ich brauche auch viel Stauraum. Und lieber zu groß als zu klein, ist meine Devise. Und die Koffer heißen Explorer Cutout. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass Koffer innen mit Plastik umhüllt waren, genauso wie auch der Rand und auch die Seitenlinien. Das was hat mir nicht, persönlich nicht so gut gefallen, und sie waren, wenn man reingegriffen hat, sehr dünnwandig gegenüber anderen Herstellern. Aber da kommen wir als nächstes schon dazu. Das war eigentlich für mich schon vom Preis her, weil es kostet so um die 1200 Euro, schon in der Preisliga von Touratec und SV Motec. So bin ich dann einfach weitergegangen und bin zu Touratec gegangen. Und bei Touratec gibt es die großen Kanister, also da reden wir dann von 45 Liter und 38 Liter Kanistern, die aber gerade nach unten gehen. Das heißt also, auf der Seite des Auspuffs haben wir nochmal Platz für zum Beispiel noch irgendwie eine Rolle oder irgendwo noch was für Werkzeug oder sowas. Das könnte man da noch reinbauen, da ist noch genug Platz dazu. Die Koffer von Touratec, also das Zega-System Pro angeschaut, also das neue Pro. Und die Pro-Variante ist unverkennbar. Es ist nichts vernietet, es ist hauptsächlich geschraubt. Das heißt also, wenn man irgendwo in der Pampa richtig zerschellt, nenne ich das mal, ja, was aber bei diesen Koffern, weil die schon so dick sind vom Material, fast nicht möglich ist. Die dickste Wandstärke, es ist alles verschraubt. Das heißt also, wenn du irgendwo im Off liegen bleibst, kannst du, wenn es sich irgendwie verbogen hat, wieder hinballern. Und da kostet zum Beispiel jetzt das ganze Koffersystem knapp ein Tausender. Also von daher würde ich mir überlegen, lieber das Touratec-System zu kaufen, und bin dann weiter zu SV Motec, wo ich mir dann das Koffersystem Pro rausgesucht habe, weil der Pro-Träger gefällt mir relativ gut, weil der sehr standfest aufgebaut ist. Vor allem, er geht einmal so, die meisten gehen auch einmal hinten um das Heck herum, aber die Verschraubungen und auch die Kantenlinien, wie es verschweißt ist,
fand ich persönlich am Pro-Seitenträger wirklich sehr, sehr gut gelöst. Der beste ist nun mal noch Touratec. SV Motec ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis von 240 Euro für den Träger eigentlich so die günstigste und effizienteste Variante. Ich hätte ja am liebsten gern den SV Motec Seitenträger gehabt und die Koffer von Touratec. Problem nur, dass bei SV Motec haben die so einen verschnörkelten Adapter, damit man im Endeffekt relativ schnell deren Koffer auf und zu, also dran bauen kann und wieder abbauen kann. Und sie haben keinen Rundträger, das heißt, also wir haben keinen Rohrrahmen, den im Endeffekt Touratec benötigen würde. Und deswegen sind die nicht kompatibel, leider. Als Remotec habe ich dann noch einiges weiteres gefunden, und zwar einen Tankrucksack. Da gibt es jetzt eine neue Pro-Serie, die per Magnet an den Tank rangezogen wird. Die haben noch einen Adapter oben drüber und du kannst im Endeffekt den Tankrucksack einfach oben drauf setzen und der Magnet verschließt sich direkt. Das heißt also, du brauchst nicht rumhanteln wie bei den alten Systemen, das Evo-System. Beim Evo-System ist es eigentlich genau dieselbe Adapterplatte, aber nur ohne Magnet. Und das Pro-System ist im Endeffekt mit dem Magneten. Wobei man von der Größe her das City oder das Trail draufkriegen würde. Wobei ich mich wahrscheinlicherweise fürs City entscheiden würde, weil es ein bisschen günstiger ist. Und ich nicht 22 Liter Volumen brauche. Ein Topcase wäre für mich wahrscheinlicherweise überhaupt keine Option, weil ich möchte gerne noch eine Packrolle reinbauen. Was mich aber sehr fasziniert hat, das war auf dem Koffersystem von SV Motec, dass man den Koffer nach hinten aufmachen kann und man kann ihn nach vorne aufmachen, aber man kann ihn als Deckel verwenden. Das finde ich sehr cool, weil man dann von jeder Seite rankommt und man trotzdem oben drüber noch was abspannen kann. Weil es gibt so kleine Taschen, die sind wasserdicht und die sind soft, das sind Softtaschen. Das heißt also, wenn man irgendwas schnell verpacken möchte oder irgendwie schnell ran möchte, weil die haben auch so Abteilungen wie für Kameras oder sowas. Und das ist für mich perfekt, weil wenn das Ding wasserdicht ist und ich kann meine Kamera ganz schnell da auspacken, dann ist das wirklich traumhaft und ich muss es nicht im Tankrucksack mit mir mitschleppen. Und so wäre es hinter mir und beim Unfall würde es immer noch an seiner Position bleiben und es würde nicht hinfallen, auch nicht bei einem Überschlag, weil die Koffer von SV Motec abgeschrägt sind. Das heißt also, man würde auf der Seite landen und die Füße sind geschützt, weil der Koffer im Endeffekt die Beine schützt. Aber genug jetzt von den ganzen Packsystemen. Ich lasse euch jetzt erstmal ein bisschen die E-Mod genießen und würde mich über ein Abo freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.